Herzlich willkommen zurück bei Graveyard Keeper. Haben wir schon eine Leiche oder kommt jetzt eine? Lass mal gerade gucken. Wir haben, da kommt sie gerade. Ja, hervorragend. Ich habe mir für diese Aufnahme wieder so ein paar Sachen vorgenommen. Und einerseits würde ich dafür gerne mal gucken, wie viele Blau haben wir? 74 und ich glaube, wir brauchten 100 bei Theologie. Genau, wir brauchen 100. Das werden wir auf jeden Fall angehen. In dieser Aufnahme, das ist das eine. Und zum anderen, wir haben inzwischen immerhin 1,6 Gold. Ich würde gerne ungefähr die Hälfte davon wieder auf den Kopf hauen. Wir brauchen ja nur 12 für den Aristokratentitel. Wir werden auf jeden Fall die Taverne mal in Angriff nehmen in dieser Aufnahme. Ja, da kommt doch nie irgendwas Gutes bei rum. Du kommst auf den Scheiterhaufen. Wir brauchen Knochen. Wir brauchen Fleisch. Was brauchen wir noch? Blut für so ein paar Tränke. Ja, und der Rest kann, glaube ich, drin bleiben. So. Was ich auch gerne angehen würde, ist neue Dinger da oben. Ach ja, komm, jetzt liegt jetzt. Bist du schon mal draußen? Jetzt kannst du auch an der frischen Luft weiter gammeln. Was ich gerne in Angriff nehmen würde, da ja die Leichen, die wir so bekommen, irgendwie immer nicht so geil sind. Das mit der Einbalsamierung möchte ich mir nochmal zu Gemüte führen, aber da brauchen wir insgesamt wie viel für? 20, ach 50, das ist ja easy. Das kriegen wir hin, sobald wir die nächsten Grabsteine gemacht haben. Werden wir uns nochmal das Einbalsamierungszeug besorgen. So, jetzt ist natürlich zu spät, um zur Taverne zu laufen, also zu unserer potenziellen Taverne. Zu Cory war es, glaube ich. Ich glaube, bei Cory konnten wir unsere Taverne beauftragen. Dafür ist es jetzt zu spät, aber das macht nichts. Wir werden morgen, wenn wir unsere Predigt gehalten haben, einfach mal eine Runde rumreisen, würde ich sagen. Und so ein bisschen was einkaufen zwischendurch. Ja, was mit dem Silber mache, weiß ich auch noch nicht. Blut, Knochen, Fleisch kommt in die Küche. Hexerauge und Vampirsonnencreme. Die Vampirsonnencreme können wir vielleicht abgeben. Teleportschriftrolle werden wir uns irgendwann mal angucken. Haben wir was zu beichten? Ja, haben wir tatsächlich. Ja, dann komm mal her. Wenn wir schon mal da sind, wo wir gerade sind, dann können wir ja das Zeug auch gerade hier lassen. So, dann gehen wir eben nach Hause, legen das Fleisch ab. Was macht der Wein? Können wir da schon neuen reinprügeln? Das sieht ganz gut aus. Denn wenn wir morgen sowieso unterwegs sind, dann können wir ja auch welchen verkaufen gehen. So. Dann nehmen wir 20 davon mit und 20 hiervon. Haben wir noch genug zum Quetschen? Nee, dafür reicht's nicht. Okay. Wie sehen die Felder aus? Ich muss mir gerade erstmal wieder einen Überblick verschaffen, wie immer eigentlich. Unten, oben ist Zeug fertig, unten nicht. Aber wenn oben Zeug fertig ist, dann nehmen wir auf jeden Fall was von dem Goldgedöns hier mit. Oh, wir haben schon goldene Zwiebeln. Das ist sehr gut. Aber die da hätte ich gerne mal so 20, würde ich sagen, von. Da können wir ja auch noch ein paar neue von machen. Das wird sich auch sicherlich lohnen. Das gehen wir an. Wir sollten wieder Geschwindigkeitstränke basteln. Aber erstmal unser Weinimperium ausbauen und hoffen, dass wir noch genug Hopfen haben. Na? 6 und 2. Oh, das ist ziemlich gut. Haben wir genug Stangen für ein weiteres Feld? Haben wir. Sehr gut. Dann bauen wir direkt nochmal mehr Hopfen an, denn wir werden es brauchen. Und davon müssen wir noch 4 haben. Genau, habe ich richtig gesehen.
Jo. Okay, dann nehmen wir hier den Rest mit. Dann müssen wir auch wieder einen neuen Wein machen können. Ja, bleiben gerne erstmal bei den Silbernen, das passt schon. Die kommen weg. Und auch Hopfen nehmen wir direkt mit. Sieht soweit alles ganz hübsch aus. Da pflanzen wir schon Goldene an. Okay, dann stopfen wir jetzt wieder den Rest in die Kiste. Und das wär's dann erstmal. Wir haben schon mal ein bisschen Hopfen wenigstens. Das wird nicht für allzu viel reichen. Wo brauen wir denn eigentlich Bier? Gibt's da einen Braukessel für? Oder irgendwie sowas? Wir gucken gleich nach. Wir müssten den, glaube ich, schon bauen können, wenn ich mich nicht irre. Wir nehmen Viren mit. Können wir demnächst auch wieder einen Kuchen machen. Oh, Kuchen machen. Wir konnten doch auch... Nee, hier nicht, da. Wir konnten doch... Ja, wir müssen da eh gleich nochmal dran. Konnten wir schon Bienen selber bauen? Oder nicht so sehr? Technologien. Ich schätze hier... Nee. Doch, Bienenzucht können wir schon. Bienenfreund, was macht? Du wurdest schon so oft gestochen, dass Bienenstiche dir nichts mehr antun. Außerdem sind sie lecker. Deswegen hast du mehr Zeit, um Honig von einem Bienenstock zu sammeln. Okay. Bier. Brauerei. Brauplatz. Jo. Jo, jo, jo. Machen wir. Gleich. Falsch. Einmal da. Und einmal hier. Jetzt haben wir jede Menge Zeug in der Tasche, das erstmal raus muss. Und dann können wir im Grunde direkt losstiefeln. Hm. Nee, Hopfen müsste auch runter. Das hat ja hier nichts verloren. Ah, Mist, wir haben den Dünger noch dabei. Das war jetzt nicht so clever. Aber irgendwas ist ja immer... Ist irgendwie mein Lieblingsspruch hier. So, das da weg. Fleisch kommt noch in die andere Kiste. Joink. Habe ich Salz abgelegt? Ja, Salz habe ich abgelegt. Wenigstens an irgendwas, habe ich mal gedacht. So, du weg, du weg. Du, du, du. So, dann können wir noch die Asche wegbringen. Die haben wir hier draußen gesammelt. Okay. Da wird uns wieder Holz geliefert, das wir gerade gar nicht brauchen. Unsere Predigt, liegt die oben oder liegt die unten? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Ich weiß es nicht mehr. Nein, hier ist nur das Totengebet. Das war ja nicht so prickelnd. Da kommen wir nicht durch, aber da kommen wir durch. Und du... ist die Predigt? Wo habe ich die hingelegt? Hier sind auf jeden Fall noch Kuchen, das ist gut. Was haben wir hier? Oh, wir haben noch ein Rezept. Das können wir natürlich noch essen. Ach, da unten. Ja, man kann halt auch blind sein. Das funktioniert schon sehr gut. Konservierungsmittel. Ich bin mir sicher, das ist gut. Jo, dann reißen wir mal kurz unser Maul auf, kriegen wieder ein bisschen Geld dazu und ein bisschen Glaube, das werden wir alles brauchen können. Ich würde gerne ein paar Worte sagen, unsere Kirche ist klasse. Woo! Und da unten steht auch noch einer. Und jetzt lasst uns um diesen Segen beten. Einen haben wir so gefressen, plus 9, also insgesamt 10. Finden sie alle sehr okay. Boah, 16. 16 Glaube in einer Predigt, das ist doch gar nicht so übel. Ja, das Geld, was die rausschmeißen, ist auch ganz okay. Lassen wir den Glauben direkt hier und das Gebet auch. Glaube, Gebet oder Predigt, das ist ja kein Gebet, das ist eine Predigt. Und dann nehmen wir sagenhafte, oh, das sind 9 Silber. Das ist echt gar nicht so schlecht. Okay, also ich möchte zu Diggo, ich möchte zum Müller, ich möchte zum Steinmetz. Ja, ich glaube, der zentrale Ort ist halt einfach das tote Pony, ne?
Und ich möchte hier tatsächlich auch hin. Ich habe vergessen, dass ich hier hin möchte. Ach ja, die Sonnencreme. Gib ihm Alerichs Sonnencreme. Schau dir das an. Ich habe es von der Leiche eines Vampirs. Du hast es geschafft. Unglaublich. Du hast uns enorm geholfen. Vielen Dank. Das ganze Dorf ist dir zu Dank verpflichtet, du Held. Was du hier vollbracht hast, wird nie vergessen werden. Wie schön. Und jetzt? Und jetzt? Meine Belohnung. Belohnung? Oh, entschuldige, das hatte ich ganz vergessen. Ich muss dich warnen. Die wirtschaftliche Situation im Dorf ist nicht die beste. Horadrik, her mit der Belohnung. Die Ausgaben der Stadt sind höher und die Ernte war in den letzten Jahren nicht so gut. Horadrik! Bitte sehr. 50 Silber. Es ist ein tief trauriger Tag, an dem selbst Helden kein Mitleid mit dem gemeinen Dorfbewohner haben. Aufgabe beendet. Sehr schön, 50 Silber bekommen. Das ist sehr gut, aber du hast ja noch ein bisschen was. Aber die Preise davon sind noch nicht gut. Ich glaube, du musst erst mehr verkaufen. Dann gib mal das. Und Rezepte gab es hier doch auch irgendwo. Wo ist er denn? Da hinten. Was kosten die? Kann man sich die aus der Portokasse leisten? Ja. Ich weiß, dein Ehemann. Aber du hast Rezepte. Fischdelikatessen. Das kostet ja schon 8 an sich. 16 Silber. Was haben wir denn sonst? So Pasteten. Konditorei. Lecker und gesund. Wer will das denn? Fischdelikatessen. Komm, wir nehmen die beiden hier schon mal mit. Die anderen holen wir uns. Beerentorte und Traubentorte. Pfannkuchen, Croissant und Muffin. Ich bin mir sicher, dass Croissant für Frau Anmut ist. Die sagt immer Croissant. Zumindest verstehe ich immer Croissant. Gut. Es ist leider schon relativ spät. Wir gehen erstmal zum Steinmetz, damit das mit der Taverne vorangeht, weil es sicherlich heißen wird, ja, und jetzt musst du uns noch das und das bringen, aber bringen uns das erst morgen oder so. Hier ist dein Geld. Quasi das Vampirgeld. Aufgabe beendet. Cool. Cory und Bruder sind wieder im Geschäft. Ruh dich ein bisschen aus. Dein neues Gebäude ist morgen früh fertig. Aufgabe beendet. Einfach so. Okay, wir haben morgen eine Taverne. Das ist gut, glaube ich. Dann gehen wir einmal zum Müller und besorgen uns einen neuen Hopfen. Nur Deko schaffen wir dann wahrscheinlich nicht mehr, bevor es Nacht ist. Bin ich so langweilig, wenn ich nichts zu tun habe? Ja, dann gib mir doch einfach Hopfen. Alles. Hey. Will wieder nicht. Okay. Und wir können wieder zum toten Pony hüpfen. Vielleicht ist der Leuchtturm näher. Wir versuchen es vom toten Pony aus. Denn beim Schneiden ist mir aufgefallen, dass aus Hanf so Beschleunigungskram rauskommt. Und ich weiß nicht mehr wofür, aber wir brauchten für irgendwas Beschleunigungskram in der Alchemie. Von daher habe ich gedacht, wir pflanzen einfach nochmal Hanf an und hoffen, damit richtig schnell zu werden. Ding, dong, bing, bong. Ich bin der Diggo. Bin ich der Diggo? Ja, offensichtlich schon. Gib mir Hanfsamen. Danke. Tschüss. So, jetzt ist das Ding auch schon wieder vollgeladen. Sehr gut. Benutzen. Zu Hause. Und raus. So, der Kram hier ist leider... Ah, der obere Kram ist noch nicht fertig. Okay. Ja, komm, wir rupfen das trotzdem hier schon mal raus. Das Dinner wollten wir uns noch angucken, was wir da reinstopfen können, damit... Ja, Hanf kann hier bleiben, das ist wichtig. Der andere Kram gehört nach oben. Was wir da reinstopfen können, damit es golden wird. Der Salat kann auch erstmal hier bleiben, die Karotten.
würde ich einfach direkt an den Esel weiterreichen, der heute nicht kommt. Faules Stück. Und hierfür müssen wir auch noch Geld ausgeben für... So. Für, wie hieß er? Für Kresswold, den Schmied. Lass mal gerade ins Diner gucken. Das ist, glaube ich, hier und ganz... Nee. 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 Hier, Abendessen. Also, was könnten wir hier reinschmeißen? Ja, nichts, was er uns anbietet. Spiegelei. Gibt es hier irgendwas mit Sternchenbrot? Oh, Zwiebelringe. Wo kriegen wir Zwiebelringe? Ich weiß, dass wir die kaufen können, die Zwiebelringe. Wenn die schon mal auf Gold wären, dann wären wir ja schon bei 63% auf Silber. Gut, du hast keine Sternchen. Das wird wahrscheinlich nichts. Was war das? Schüssel Sauerkraut. Die haben wir schon mal... Haben wir die schon mal gemacht? Ich meine ja. Pancakes? Was ist das? Toast mit Zwiebeln. Ne, wir haben Zwiebeln. Wir müssten halt nur gucken, wo wir Gemüsesalat, wie wir das machen können. Also wenn wir zum Beispiel hier Toast mit Zwiebeln machen, ja? Und jetzt meinetwegen hier so eine Gemüsesuppe oder Schüssel Linsen oder sowas reinlegen. Das ist bei 30. Und hier dann wahrscheinlich einfach einen Kuchen da rein, dann hätten wir die auf 100%. Das heißt, wir bräuchten ein paar Kuchen. Können wir die Mitte im Zweifelsfall auch mit Burgern zum Beispiel füllen? Bei Burger hätten wir. Ja, mit Burgern können wir die Mitte auch füllen. Also hier entweder Zwiebelringe oder Toast mit Zwiebeln, irgendwie sowas. Kriegen wir das denn schon hin? Eine Schüssel Sauerkraut. Die wollte ich gar nicht machen. Ich wollte gucken, wie ich die verbessern kann. Die gibt es nur auf Bronze, wie es aussieht. Und Sandwich offenbar auch. Burger ist klar. Dann müssen wir vielleicht doch einfach die anderen Rezepte auch nochmal kaufen. Vielleicht hilft das ja. Spiegelei-Pfannkuchen. Die sind aber immer silbern. Das bringt nicht so viel. Es müsste halt schon was golden werden. Fischsuppe ist auch immer Bronze. Omelette scheint immer Bronze zu sein. Die Kohlsuppe. Kohlsuppe kriegen wir auf Goldniveau. Okay. Also für die Mitte kriegen wir auf jeden Fall irgendwas, aber Muffin Croissant Kuchen. Für hinten kriegen wir auch was, wir brauchen nur Honig. Gebäckteig Beerensaft. Trauben. Einfach nur Trauben und das gibt 80 bis 100 Energie? Du bekommst mehr Punkte, wenn du neue Gegenstände studierst. Das ist der gleiche Effekt wie hier, ne? Das ist nice. Und man kriegt's auf definitiv Gold. Okay, also Mitte und hinten kriegen wir hin. Aber vorne, also das erste Essen ist ein bisschen ein Problem. Wenn wir hier was Goldenes drin haben und hier was Goldenes drin haben, dann sind wir wahrscheinlich auch bei, dann sind wir bei 30. Wir bräuchten mindestens was Silbernes. Hier vorne. Zwiebelringe wären halt ideal. Wenn wir ehrlich sind. Müssen wir zu Frau Anmut? Können wir ihr irgendwas sagen? Weil der Tag gerade ist. Anmut. Hol dir die Aristokratenlizenz. Nee, da kommen wir absolut überhaupt gar nicht weiter aktuell. Okay, da unsere Energie gerade sehr niedrig ist, würde ich sagen, wir gehen. Haben wir noch was abzulegen, bevor das verschwindet? Ja, gut, die da oben. Wir gehen eine Runde schlafen. So. Dann machen wir gleich mal was extrem Langweiliges und nehmen erstmal unsere Steine auseinander. Beziehungsweise wir kommen erstmal gleich in eine Leiche. Dann nehmen wir unsere Steine auseinander, damit wir blaue... Hör mich so erfrischt! Wer bist du denn? Na. Ich habe gehört, dass der Friedhofswert ein außergewöhnliches Individuum sei.
genau der war. Aber ja, niemand hat mich gewarnt, dass er auch noch so ansehnlich ist. Dein Bart ist so lang, so attraktiv. Ich will ihn berühren. Ich will meine Finger in ihn vergraben. Also, danke. Es ist ungewöhnlich, solche Worte von einem Inquisitor zu hören. Nina. Überrascht es dich, dass eine schöne, intelligente Frau Inquisitorin ist? Mach die Augen auf, mein Lieber. Nicht alle Inquisitorinnen sind alte, faltige Hexen. Ich dachte, die Inquisition jagt Hexen. Ihre Stimme ist hypnotisch und ihre Augen. Ich fühle mich nackt. Wie schlimm. Kann ich deinen Namen und den Grund deines Besuchs erfahren? Fortifa. Oh, ich liebe direkte Männer. Lady Beatrice. Und ich suche nach jemandem. Jemand, der... Was ist das für ein ekelerregender Geruch? Sind das etwa Leichen? Ja, bitte? Was los? Bitte auf damit, das riecht ja unerträglich. Was? Das ist ein revolutionärer, einzigartiger Lufterfrischer. Wirklich? Der Geruch von Leichen ist dir lieber? Auf jeden Fall. Wenigstens bringen sie meine Augen nicht zum Drehen. Wie enttäuschend. Ich hatte mir eine erregendere Begegnung erhofft. Vielleicht beim nächsten Mal. Tut mir leid, du hast nicht gesagt, nach wem suchst du? Die Ketzer, die zum Tode durch das heilige Feuer verurteilt wurden. Sie sind aus dem Gefängnis geflohen und haben die Stadt verlassen. Mithilfe eines alten Inquisitors, der seinen Glauben und seinen Gott verraten hat. Ich würde ja gerne helfen, aber davon weiß ich nichts. Keine Sorge, mein Liebster, du hast mir bereits geholfen. Wie das? Hexe, verbrennt sie! Hey, was war das? Ich rieche komisch. Getrocknete Nelken und Lilien. Passt ganz wunderbar zum Geruch verrottender Leichen. Hexe, verbrennt sie! Frage ihn nach Lady Beatrice, den Inquisitor. Ja, das mache ich doch sehr gerne. Ich sehe nichts. Warum ist das schon wieder so diesig? Das ist echt mies, dass die Leiche gammelt, während man im Gespräch ist. Ich versuch's gar nicht erst. Wir können potenziell Blut gebrauchen. Wir können potenziell Knochen gebrauchen. Und natürlich Fleisch. Wir müssen an die Einbalsamierungstinkturen kommen. Aber das werden wir genau morgen wahrscheinlich in Angriff nehmen. Denke ich. Gucken wir mal. Hoffe ich. Mal gucken, was noch so dazwischen kommt. Aber wir nehmen jetzt erstmal den kurzen Weg nach Hause und machen unsere Taschen wieder leer. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist Steine zerkloppen, um ein paar blaue Punkte zusammenzukratzen. Alternativ könnten wir auch ein bisschen was schreiben. Das gibt ja auch immer ein paar blaue. Lohnt sich das denn? 3. Ich weiß nicht, was ich mit den Geschichten soll. Okay, ja, für Wissen könnte man die natürlich zerlegen, die bronzenen. Wir haben gar keine Tinte mehr. Ach was. Fangen wir damit an. Achso. Stift und Tinte natürlich auch noch. So, da kommt ein paar raus. Das kann weg. Dann würde ich sagen, machen wir einfach ein paar Bronzenotizen zum Wissen aneignen. Wie viele kommen da raus? 3. Na, immerhin. Dann können wir uns die Steine mal gerade sparen. Das ist ja auch schön. Ah, keine Energie mehr. Dann gehen wir doch einfach direkt wieder schlafen. Oh,
der Wein ist fertig. Schön. Wir haben eine Kiste hier unten stehen, die könnten wir noch rüberbringen, aber so wichtig ist das eigentlich auch nicht. Mit einer Kiste, das lohnt ja kaum. Es müssten ein paar mehr werden. Aber da haben wir auch diese Woche einfach wieder gar keine Zeit für gehabt. Aber wir kommen da schon noch zu. Wir sammeln jetzt ein paar blaue. Dann machen wir unsere Grabsteine und dann schauen wir uns mal die Einbalsamierung an. Das ist der Plan für in kurz.